Die im Dezember 2014 explodierte Chemieanlage P1 soll bei Schill und Seilach wieder aufgebaut werden. Jetzt geht es um das Wie. Wie wird die neue Anlage sicherer? Wie kann ein erneutes Unglück verhindert werden? Und wie werden die Anwohner in Neuendorf bestmöglichst geschützt? Schill und Seilacher informiert, beteiligt entgegen erster Überlegungen die Öffentlichkeit am Genehmigungsverfahren. Der Werkleiter ist von der künftigen Anlage überzeugt. Sie ist wirtschaftlich für das Unternehmen notwendig und soll alle Sicherheitsanforderungen übererfüllen. Ich denke, es ist eine der sichersten Chemieanlagen überhaupt, die es in weiten Teilen gibt, denn sowohl von der Sicherheitskonzeption der Anlage selbst, der entsprechenden Anlagenbauteile als auch der Hülle fällt mir im Moment nichts Vergleichbares direkt ein. Schill und Seilacher verzichtet bei der neuen Produktionsstrecke auf den Einsatz bestimmter Stoffe und Reaktionen. Das Risiko einer neuerlichen Explosion werde dadurch auf ein Minimum reduziert. 100%ig ausschließen lässt es sich jedoch nicht. Bei dem Fall eines erneuten Unglücks wird es speziell auf die Gebäudehülle ankommen. Sie soll Mitarbeiter, Anwohner und die umliegenden Gebäude vor den Folgen der Explosion schützen. Ja, die neue Gebäudehülle besteht aus dem Dachtragwerk und der Außenwandkonstruktion in aufgelöster Bauweise. Wir haben also bestimmte nachgebende Bereiche im Bereich des Dachs und der Wände, die im Fall der Explosion nachgeben, sodass für die restliche Hülle keine Gefahr besteht, dass hier Bestandssicherheit beeinträchtigt ist. Vereinfacht ausgedrückt, die neue Gebäudehülle soll wie ein Druckventil funktionieren. 35 Entlastungsklappen werden verbaut, Stahlbetonwände errichtet, Stahlnetze gespannt. So werden im Falle einer Explosion herumfliegende Teile aufgehalten. Wir erfüllen die Einhaltung des Auslegungsdruckes. Das heißt, in dem Moment, wo Explosionen entstehen, baut sich der Explosionsdruck ab. Und für diesen Restdruck legen wir die Konstruktion sicher aus, indem wir zusätzlich die Flächen für diese Entlastung deutlich vergrößern und damit noch eine weitere Redundanz schaffen im Hinblick auf die Standsicherheit im Lastfall Explosion. Etwa 2 Millionen Euro investiert Schill und Seilacher nach eigenen Angaben in die Sicherheit der P1-Anlage. Eine derart aufwendige Gebäudehülle ist für die anderen Produktionsstrecken jedoch nicht geplant. Ich habe hier auf dem Gelände natürlich weitere Mischanlagen, die überhaupt nicht das Gefahrenpotenzial bergen, beziehungsweise 2 weitere BIMSCH-Anlagen, die aber auch nicht das energetische Potenzial haben, um so etwas in dieser Art darzustellen. Damit ist eine solche Gebäudehülle dort natürlich unsinnig. Noch in diesem Jahr rechnet das Chemieunternehmen Schill und Seilacher mit der Genehmigung der neuen Anlage. Im Frühjahr 2018 soll dann mit dem Aufbau begonnen werden, spätestens im Herbst die Produktion beginnen. Zusätzlich zum Wiederaufbau möchte Schill und Seilacher eine Schallschutzwand errichten und die Geruchsbelästigung für die Anwohner minimieren.